Auf den Spuren verlorener Farbe gelangten die Wissenschaftler aus München auch nach Vergina bei Thessaloniki im Nordosten, nach Athen, Delphi und nach Ägina. Ebenso war Samos nahe der türkischen Küste ihr Ziel. Samos war im 6. Jahrhundert vor Christus zur Seemacht aufgestiegen. Der Tyrann Polykrates brachte die Insel zu Reichtum. Unter seiner Herrschaft schufen Künstler hier eine einzigartige Pracht. Dieser Tempel der Hera übertraf an Größe und Kühnheit alle griechischen Heiligtümer. Kein geringerer als der Geschichtsschreiber Herodot erwähnt das monumentale Bauwerk von 55 mal 108 Metern. Als heilige Tiere der Hera wurden Pfauen im Heiligtum gehalten und Rinder opferte man der Göttin Hera am Altar. Dass sie als Gemahlin von Zeus die ranghöchste Göttin des Olymp war, erfahren wir von Homer. Doch über den Kult zu Ehren der Hera ist wenig überliefert. Die Verkörperung der Göttin, das Kultbild aus Holz, ist längst verfallen. Es wurde beim jährlichen Kultfest feierlich zum Meer getragen und gewaschen. Anschließend wurde das Holzbildnis, wie auch bei anderen Götterkulten, mit prachtvollen Gewändern neu eingekleidet. Wer die heilige Straße von Samos beschritt, der geriet ins Staunen. Mächtige Persönlichkeiten ließen bemalte Statuen als Weihegeschenke in der Nähe der Göttin errichten. Selbstdarstellung in der Antike. Ungeschützt waren die Skulpturen Wind und Wetter ausgesetzt. Die Farbschichten wurden vom starken Meereswind mit seinem Salzgehalt angegriffen, blätterten ab und wurden abgewaschen. Nur wenige Partikelchen in den Marmorporen überdauerten die Jahrtausende. Ein geheimnisvolles Lächeln, ein intensiver, lebendiger Blick, eine ausdrucksstarke Mimik. Das ideale Abbild eines edlen, nackten Jünglings. Es kündet wohl von einem Aristokraten, der im 6. Jahrhundert vor Christus die Geschicke der Insel lenkte. Der sogenannte Kuros von Samos verkörpert Sinnlichkeit pur. Majestätisch überragte er mit 5,25 Metern fast alle anderen Statuen. Graue Adern mindern die Schönheit und Qualität des Marmors. Was also lag näher, als diesen Stein zu verkleiden, ihm ein einheitliches Äußeres zu verleihen, das der Natur entspricht, der Haut. Rötliches Hämatit, Eisenoxid, so die chemische Analyse, legte sich wie eine zweite Haut um die Figur und gab ihr eine lebendige Ausstrahlung. Dr. Vinzenz Brinkmann von der Münchner Glyptothek hat den geschulten Blick, sieht, was andere nicht sehen. Die Suche nach der verlorenen Farbe ist seine Leidenschaft. In der Leistengegend waren einst die Schamhaare aufgemalt. Nur noch die schwache Einritzung der oberen Abgrenzung ist zu erahnen. Kaum vorstellbar, welche magische Ausstrahlung der Kuros von Samos in Farbe getaucht einst hatte.